Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst einmal ein herzliches Willkommen auch von mir im Namen der Solid-Gruppe. Vielen Dank für den freundlichen Empfang und für die Möglichkeit, heute zu Ihnen sprechen zu können und die Veranstaltung in gewisser Weise inhaltlich zu befüllen, informatorisch einen Beitrag zu leisten, wie es eben so schön geheißen hat. Ich möchte Sie einfach kurz mitnehmen auf unsere Entdeckungsreise an Information und auch an unternehmerischer Lösungskompetenz, die wir in den letzten knapp 15 Jahren als Solid-Gruppe erarbeiten konnten. Und auch wir, kann ich sagen, sind letztlich aus einer Zeitenwende heraus entstanden als Unternehmen. Wir sind keine geborenen Edelmetallhändler, möchte ich vor die Klammer ziehen, sondern wir sind es geworden auf Basis unserer Erkenntnisse, die schlussendlich mit der Frage zusammenhängt, wie viel Autonomiegrad haben wir eigentlich in unserer Geldordnung als Individuum und welche Rolle spielt die Frage des Autonomiegrades auch auf der interstaatlichen, auf der internationalen Bühne, gerade vor dem Hintergrund der aktuell sich vollziehenden Zeitenwende. Und insofern habe ich den Titel gewählt, Freiheit ist Gold. Ich hätte mich auch orientieren können an einem vielbeachteten Aufsatz aus dem Jahre 1948, von niemandem Geringerem als dem Vater der Investmentlegende, die Ihnen allen geläufig ist, von Warren Buffett, Herrn Howard Buffett, der 1948 einen vielbeachteten Aufsatz veröffentlicht hat unter dem Titel »Menschliche Freiheit beruht auf einlösbarem Goldgeld«. Und was es damit auf sich hat, inhaltlich, das möchte ich gerne im Nachfolgenden mit Ihnen kurz streifen, kurz darauf eingehen in der gebotenen Kürze der Zeit. Ich möchte Ihnen zum Einstieg gerne einmal mich als Person und unser Unternehmen vorstellen, dann einen kritischen Blick werfen auf unsere aktuelle Finanzarchitektur und insbesondere auf die Rollen, auf die Rolle der Notenbanken. Gerade heute ist ja wieder ein spannender Tag. Heute Abend dürfen wir uns wahrscheinlich wieder auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve in Amerika freuen oder zumindest dürfen wir dieser entgegensehen. Ja, was interpretieren wir auf der großen Weltbühne, auf der internationalen Ebene? Wir erleben nach unserer Interpretation und das auch schon seit vielen Jahren in unserem Research entsprechend belegt, die Geburtswehen einer multipolaren Währungsordnung mit sehr weitgehenden Implikationen auch auf den Alltag für uns als Investoren, als Unternehmen und letztlich auch als Individuen. Und schlussendlich möchte ich all das zusammenfassen zu einem kurzen Ausblick und Ihnen nochmals unsere Vision darlegen. Ja, zu mir als Person, zu unserem Unternehmen. Mein Name ist Robert Wittje, ich bin also 43 Jahre alt, bin jetzt seit über 20 Jahren Unternehmer, bin verheiratet, bin Vater zweier Kinder, einer 13-jährigen Tochter und eines 10-jährigen Sohnes. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert an der Uni Mainz und wie gesagt seit 20 Jahren unternehmerisch tätig. In den ersten 10 Jahren haben wir ein Online-Discount-Brokerage-Geschäftsmodell betrieben, wo wir also Investmentdepots und diverse Investmentthemen gestriffen haben mit weit über 20.000 Kunden, die wir seinerzeit betreuen durften. Und aus der Erkenntnis der damaligen Allokationsentscheidungen und eben auch aus den Entwicklungen der Kapitalmärkte in den Nullerjahren, Stichwort 2008, der Wegscheide der Zeitenwende, die damals eingeleitet worden ist, haben wir uns entschieden, unsere Energie dann im Bereich der physischen Edelmetalle zu fokussieren, weil wir dort einfach einen Megatrend erkannt haben, der nach unserem Dafürhalten von sehr, sehr wenigen Marktteilnehmern zum damaligen Zeitpunkt identifiziert worden ist. Ja, und was ist daraus entstanden mittlerweile in knapp 15 Jahren? Die Solid-Gruppe ist heute einer der bundesweit führenden Edelmetallhandelsunternehmen. Wir haben in dem letzten Geschäftsjahr gut 820 Millionen Euro Umsatzerlöse realisiert. Wir wachsen sehr, sehr schnell, haben uns in den letzten 5 Jahren mehr als verachtfacht. Das können Sie auch an der Anzahl unserer Mitarbeiter ablesen, wo wir von 30 Mitarbeitern auf mittlerweile 140 angewachsen sind in den letzten 5 Jahren. Und mittlerweile dürfen wir über 200.000 Investoren, zufriedene Kunden unseres Hauses begleiten und denen natürlich neben unseren Investmentlösungen auch unser Research und unsere inhaltliche Kompetenz einfach angedeihen lassen. Als Kommunikationskanal hierzu nutzen wir unter anderem unsere Solid-App. Ich lade Sie gerne ein, einen Blick mal darauf zu werfen, auch gerne auf digitalem Wege mit uns in Verbindung zu treten. Und schlussendlich möchte ich einen kleinen Ankerpunkt zum Einstieg setzen bei der Frage, wie sind wir eigentlich zu dem Thema gekommen und was hat uns genau getrieben, diese Überzeugung zu gewinnen, dass im Bereich der monetären Edelmetalle sich eben dieser Megatrend
abspielt. Und was lässt sich daran gemeinschaftlich festmachen, an übergeordnetem Wert? Ich habe eingangs gesprochen von dem persönlichen Autonomiegrad. Und an der Stelle möchte ich meinen Lieblingschart präsentieren, nämlich den des abnehmenden Vertrauens in Autoritäten im Zeitalter mit zunehmendem Erfahrungsschatz, der sich ausbaut. Und an der Stelle kann ich Sie mitnehmen auch in meine, zurück in meine Kindheit, in meine persönliche evolutorische Entwicklung. Ich selbst bin ein Kind der Unfreiheit, wenn man so will. Ich bin im Sozialismus aufgewachsen, bin in Rumänien geboren und weiß sehr genau, was es heißt, wenn überbordende Autorität zu Bevormundung, zu Unterdrückung, zu Meinungsdiktat, zu Zensur, zu unilateralistischen Lösungswegen und vorgegebenen Narrativen und schlussendlich zu Planwirtschaft und Mangelwirtschaft führt. Wir mussten tagtäglich, das war unser Alltag als Kind, mussten sich meine Eltern morgens um 4, um 4:30 anstellen, um eben eine Milch zu bekommen oder Dinge des alltäglichen Bedarfs. Und insofern kann ich im Nachgang, wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, auf jeden Fall sagen, dass mich diese Zeit immunisiert hat gegen zu viel Autoritarismus, gegen zu viel Machtkonzentration und dass ich gerne als systemischen Ansatz in jedweder Form gesellschaftlicher Problematik und vor allen Dingen davon soll mein Vortrag jetzt gleich handeln, einen Ansatz befürworte, die Schwarmintelligenz und die Eigenverantwortung und die Lösungskompetenz der Bürger und der Individuen nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, an dem wir uns heute befinden. Wir befinden uns gewisserweise in dem Übergang eines teilautoritären Systems hin zu einer Netzwerkökonomie und zu einer Informationsgesellschaft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Dinge monopolisiert. Wir haben sie von der Machtarchitektur konzentriert, maximal. Und es betrifft das Geldwesen insbesondere in den letzten 60 Jahren durch die Rolle der Notenbanken und durch den Annahmezwang der Währungen, durch die Monopolisierung der Währungen. Wir haben aber Monopole auch vergeben in Bezug auf Informationskanäle, wie wir Informationen in Umlauf bringen, indem wir Sachen aufbereiten und uns entsprechend erklären lassen, wie wir die Welt zu sehen haben. Wir haben Bildungseinrichtungen monopolisiert und schlussendlich nahezu jeden Bereich des politischen Handels ebenfalls stark konzentriert mit Tendenz zu einer Monopolbildung. Und in den letzten Jahren erleben wir eine Rückbesinnung darauf, dass Menschen gerne selbstbestimmt leben möchten und Informationen generieren und aufbereiten möchten. Man könnte in gewisser Weise sagen, die Faktenchecker werden gefaktencheckt. Und was die Geldordnung angeht, das haben wir uns zum Auftrag gemacht, geht es darum, bessere Alternativen zum Status quo zu generieren, um lösungsorientiert einfach Bedürfnisse der Menschen zu befrieden und damit Mehrwerte zu schaffen und die Zufriedenheit von Kunden zu erreichen. Ja, ich wollte kurz die Rolle der Notenbanken mit Ihnen streifen und Ihnen einfach jetzt in der Kürze der Zeit einen Einblick geben, wie wir unser Finanzsystem sehen. Und hier können Sie unschwer anhand dieser Kurven entdecken, dass wir es mit einem Schuldgeldsystem zu tun haben. Das heißt, Geld gerät per Kreditierung in Umlauf auf zwei Ebenen. Einmal von den Notenbanken an die Geschäftsbanken. Dort wird es nochmal über die Giralgeldschöpfung multipliziert und in Umlauf gebracht, wiederum per Kredit. Und es leuchtet, glaube ich, schon intuitiv ein, dass wenn Schulden durch neue Schulden abgelöst werden, dass das zum einen nicht nachhaltig sein kann und zum anderen einen exponentiellen mathematischen Verlauf nimmt mit sich beschleunigender Amplitude. Und insofern haben wir auf der zweiten Seite mal herangezoomt und einfach den Zeitraum, in dem wir bereits als Edelmetallhändler tätig sind, seit dem Jahr 2008 einmal herauskristallisiert und aufgezeigt, dass uns im Grunde spätestens seit dem Jahr 2008, nach unserer Lesart eigentlich schon seit dem Platzen der New Economy Blase zu Beginn des Jahrtausends, in einer Phase des Interventionismus befinden, in dem immer wieder neue Symptome kuriert werden, ohne dass die Ursache eben adressiert werden kann oder will und wir demnach die Fallhöhe erhöhen und noch tiefgreifendere Problemstellungen schöpfen, die sich aber schlussendlich entladen werden. Und das lässt sich, denke ich, durch den Begriff Zeitenwende am besten zusammenfassen, so wie es eben auch im Rahmen der Vorstellung kurz erwähnt worden ist.
Des Pudels Kern, nach unserem Verständnis und nach unserer Lesart, ist einfach die Architektur, der Aufbau unseres Geldsystems. Ich habe dazu und wir haben dazu eine ganze Menge an Inhalten geliefert, geschrieben, Vorträge gehalten. Ich möchte an dieser Stelle nur die beiden Aspekte herauskristallisieren oder herausarbeiten. Einmal die eben schon erwähnte Monopolisierung des Geldangebots. Es gibt schlicht und ergreifend kein Gut auf dieser Welt, das durch eine zwanghafte Monopolisierung hinsichtlich seiner Qualität verbessert wird. Das ist eine Erfahrung bzw. eine Feststellung, der kaum jemand widersprechen wird. Und der zweite Aspekt ist eben die Geldmultiplikation über die Giralgeldschöpfung, über die Kreditvergabe, die eben nur teilweise mit Reserven gedeckt ist und demnach einfach zu einer intrinsischen Fragilität dieses Systems führt. Und was ich Ihnen aufzeigen möchte heute und hier, ist, dass das schlicht und ergreifend nicht die historische Normalität ist und dass das keinesfalls alternativlos ist und dass es selbstverständlich historisch etablierte Alternativen gibt, die von den Menschen gewählt worden sind in freiwilliger Interaktion auf Basis ihrer Erkenntnisse und ihrer Wertbeimessung der Güter, die sie dann als Tauschmittel, als universelles Tauschgut, mithin also als Geld, erwählt haben. Und ich möchte Ihnen beispielhaft aufzeigen, das Zeitalter der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts, wohl noch nie in der Geschichte ist in so kurzer Zeit eine derart starke ökonomische Prosperität entstanden, ein derart schnelles Wachstum und auch eine kulturelle Blütezeit. Und das ist entgegen der häufig kolportierten Behauptung gerade in einem System von sogenanntem Sound Money, von gedecktem Geld, von stabilem Geld entstanden. Und seit dem Jahr 1971 befinden wir uns eben in der bereits erwähnten Kreditierung, in der Aufschuldung, in der Inflationierung. Und Inflation ist schlussendlich ein Umverteilungsprozess. Dessen müssen wir uns einfach gewahr werden, der diejenigen bevorzugt, die das neu geschaffene Geld zuerst empfangen, auf Kosten der Letztempfänger sozusagen in der Verteilungskette. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, was vom gleichnamigen irischen Ökonomen Richard Cantillon bereits vor mehreren hundert Jahren entsprechend analysiert worden ist. Und dann kommt für mich noch eine Komponente hinzu, und das hat zu tun mit der Fragestellung der Partizipation an den Früchten der eigenen Arbeit. Das hat etwas damit zu tun, schlussendlich, dass wir als Individuum das, was wir erwirtschaften, dass wir daran gerne selbst entscheiden möchten, gerne selbst das Eigentum beanspruchen und es konservieren möchten, die Energie, die wir geschaffen haben, für zukünftige Verwendung. Und genau dies ist, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, seit dem Jahr 1971 systematisch nicht mehr der Fall. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Geldsystem, das einfach systemimmanent Eigentumsverletzungen betreibt, auf einem zunächst einmal abstrakten Kanal, der den Menschen vielleicht nicht direkt erkennbar ist, aber schlussendlich hat sich seit dem Jahr 1971 das Weltwirtschafts-Bruttosozialprodukt um fast den Faktor 3 erhöht und die Kompensation in Form von Löhnen und Bonifikationen an die Arbeiterschaft ist seither nahezu unverändert geblieben in realer Dimension. Und das in meinen Augen ist ein ganz, ganz dramatischer sozialer Sprengstoff. Das ist eigentlich ein urlinkes Thema, was von der Arbeiterbewegung und von den politischen Vertretern dieser Zunft aufbearbeitet werden müsste. Aber leider kann man an der Stelle nur betretenes Schweigen feststellen. Und zoomen wir jetzt etwas näher an die Gegenwart heran. Ich hatte eben erwähnt, dass seit dem Platzen der New Economy Blase wir in einen Modus übergegangen sind, wo durch Intervention und symptomatische Kurierung, symptomatische Kur von irgendwelchen gerade kurzfristig aufgetretenen Krisen wir immer wieder neue und schwerwiegendere Probleme schaffen, immer mehr Ungleichgewichte generieren. Sprich, die eine Intervention macht die zukünftige Intervention zwingend notwendig. Das ist eine Interventionsspirale, aus der es keinen Ausweg gibt. Und das Ergebnis dieser Interventionsspirale kann man ablesen am Goldpreis. Und ich habe Ihnen hier mal den Perspektivwechsel gleich eingebaut und jetzt nicht irgendwelche wachsenden Kurven aus unserer Sicht von nur scheinbaren Renditen abgetragen, denn wir sehen Gold als Urwährung, als den monetären Anker. Und wenn Sie sich den Goldpreis einfach mal als 100 vorstellen und sich jetzt ansehen, wie die Währungen seit dem Jahre 2001
performt haben, so lässt sich doch feststellen, dass in nur einer einzigen Generation die Sparer, die Rentner, die Arbeitnehmer um rund 80% enteignet worden sind und wiederum um die Früchte ihrer Arbeit, ihrer Produktivität beraubt worden sind. Und das ist der Punkt, an dem wir eben einfach der festen Überzeugung sind, Alternativen bieten zu wollen, Alternativen zu vorzustellen, zu erarbeiten. Natürlich hat diese ganze Thematik auch eine ganz tiefgreifende ökonomische Komponente, die ich hier noch ganz kurz zusammenfassen möchte. Denn spätestens die Gelddruckexzesse während der Corona-Pandemie, während der 3 Jahre, haben einfach aus unserer Sicht das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt ist die monetäre Inflation auch sichtbar geworden. Auch die Konsumentenpreise sind rund um den Globus explodiert und haben damit im Grunde die Notenbanken in ein unlösbares Dilemma gebracht, dass sie in einem überschuldeten System, das sie ja ohnehin nur noch mit Null- und Negativzinsen am Laufen gehalten haben, jetzt, um die Inflation etwas, die Inflationsraten etwas herunterzubekommen und zumindest den Anschein zu erwecken, diese aktiv bekämpfen zu wollen, wo sie in kurzer Zeit starke Zinserhöhungen durchführen mussten. Und dies wiederum führt jetzt natürlich dazu, dass die Anleihenblase geplatzt ist. Wir hatten letztes Jahr das Jahr gehabt, in dem die Staatsanleihen am schlechtesten abgeschnitten haben, seit Datenerhebung. Dies wiederum führt dazu, nur mal Stichwort Bankenkrise in den USA, was die Regionalinstitute angeht. Gerade am Wochenende hatten wir die zweitgrößte Bankenpleite mit der First Republic Bank. Aber wir haben auch ein anderes Phänomen realwirtschaftlich. In den letzten 15 Jahren sind nämlich sogenannte Zombie-Unternehmen akkumuliert worden. Insgesamt schon 25% der Unternehmen sind nur deswegen nicht pleite gegangen, weil sie durch den Null- und Negativzins künstlich am Leben gehalten worden sind. Und durch die nun entsprechend gestiegenen Zinsen, können Sie unten sehen, steigt natürlich auch hier, steigen die Nachholeffekte und die entsprechenden Insolvenzen setzen jetzt wieder ein. Und ein dritter Kanal, der sich dann wiederum auf Ebene der normalen Bürger durchfrisst, ist eben das Thema der Immobilienmärkte und der nicht mehr vorhandenen Leistbarkeit von Immobilieneigentum zum einen, zum anderen eben auch aber den Einbruch in diesem Segment, weil wiederum durch die gestiegenen Zinsen das für die allermeisten Menschen nicht mehr darstellbar ist, an dieser Stelle tätig zu werden. Ja, und was tut sich ökonomisch? Das Ende der Fahnenstange kündigt sich so allmählich an und das lässt sich ablesen anhand der invertierten Zinsstrukturkurve, die ich hier mal anhand des Beispiels der USA mitgebracht habe. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind deutlich höher als die langfristigen Zinsen. Das ist der historisch zuverlässigste Rezessionsfrühindikator. Und es gibt nicht nur eine kausale Untersuchung, dass es als Indikator taugt, sondern eben auch eine inhaltliche Analyse hinsichtlich der Korrelation. Und die besagt, je tiefer die Invertierung, umso heftiger die Bereinigungsrezession, die in der Folge aufzieht. Und insofern das Dilemma der Notenbanken lässt sich zusammenfassen. Ich habe hierzu einfach den Ihnen allen bekannten Ausspruch von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA, mitgebracht. Wer die Geldwertstabilität aufgibt, um Finanzstabilität zu gewinnen, wird nach unserer festen Überzeugung am Ende beides verlieren. Und das ist das Dilemma, in dem sich die Notenbanken befinden. Schlussendlich analytisch, nach unserem Dafürhalten, ist schlicht und ergreifend das Geldsystem, das auf permanenter Neukreditgeldschöpfung und im Jahre 1971 begonnen worden ist, jetzt an mathematische Grenzen gestoßen. Und diese mathematischen Grenzen wiederum, die haben sehr grundlegende Implikationen auf der geopolitischen Ebene. Denn wir haben es hier nicht nur mit Konjunktur und mit Schuldenzyklen zu tun, sondern global betrachtet haben wir es natürlich auch zu tun mit Zyklen imperialer Dominanz, Stichwort US-Hegemonie und US-Dollar, US-Dollar-zentrisches Geld- und Währungssystem. Und hier sehen Sie, dass es keinesfalls die historische Norm ist, dass ein Hegemon über hunderte von Jahren überdauert, sondern im Regelfall gibt es hier einen imperialen Dominanzwechsel, der möglicherweise uns jetzt auch bevorsteht. Jedenfalls sind entsprechende Machtproben und entsprechende Herausforderer ganz eindeutig zu identifizieren.
Deswegen lassen Sie uns hier einfach noch mal kurz die Standortbestimmung festmachen. Wie kam es zur heutigen Situation? 1971, wie erwähnt, hat der damalige US-Präsident Richard Nixon die noch vorherrschende Bindung des US-Dollar an Gold in einer sonntäglichen Fernsehansprache einseitig aufgehoben. Und kurze Zeit danach ist das sogenannte Petrodollar-System implementiert worden. Was ist das? Das ist das System, das eben am Weltmarkt die Rohstoffe, insbesondere der ölexportierenden Länder wie Saudi-Arabien, ausschließlich in US-Dollar fakturiert werden und im Gegenzug die USA militärischen Schutz diesen Ländern zugestanden hat. Und das war natürlich in den letzten 50 Jahren eine der wesentlichsten Stützen, die die Vorherrschaft der USA und des US-Hegemons und auch des US-Dollars als Weltwährungs, als sozusagen dominierende Weltwährung sichergestellt hat. Und jetzt kommen wir wieder zum imperialen Zyklus, wo es einen aus meiner Sicht ein wunderbares, empfehlenswertes Buch von Ray Dalio, dem Gründer von Bridgewater Associates, gibt, The Changing World Order, in dem er einfach exemplarisch hervorragend abbildet, wie dieser Prozess eines imperialen Aufstiegs, einer Ausdehnung dann des Erhalts der Macht bis hin dann eben auch zur Phase des Rückzugs, der Verkleinerung, des Zerfalls mitunter wiedergibt. Und dasselbe lässt sich eben auch auf Ebene der gewählten Geldordnung abbilden und historisch entsprechend auch belegen, dass es auch hier einen übergeordneten Zyklus gibt, dass zunächst einmal Menschen sich für eine Geldsorte entscheiden, die aus intrinsischem Wert, aus freien Stücken, aus der Wertbeimessung am Markt mit den Gütern höchster Marktgängigkeit denominiert ist und dann eben durch den Zyklus und auch teilweise durch das Vergessen vorangegangener Kalamitäten, man dann schleichend übergeht zu einem Fiat-Geldsystem, zu einem Kreditgeldsystem, bis eben dieses wiederum in die Spätphase gerät, immer mehr Instabilitäten systemisch generiert und dann wieder ein Neustart auf entsprechendem gedecktem bzw. Sound-Money-Prinzipien erbaut werden muss. Und insofern die Kurzform des Ganzen ist, dass Imperien auf stabilem Gelde erbaut werden und mit zerrütteten Staatsfinanzen untergehen. Wir haben hier mal das niederländische Kolonialreich, das British Empire oder eben auch die US-Hegemonie. Die USA waren nach dem Zweiten Weltkrieg Überschussnationen, hatten 20.000 Tonnen Gold ihr eigen genannt und sind eben dann auch schleichend in die Verschuldung geraten. Da kann ich nur eine Anekdote noch dazu erwähnen. 2008, als wir die Solid gegründet haben, damals ist gerade Barack Obama zum US-Präsidenten gewählt worden. Da gab es ein Problem mit der US-Schuldenuhr. Da wurden nämlich die 10 Billionen Dollar Schulden erreicht. Das heißt, man hat eine Stelle mehr gebraucht und man hat sich dann eben derart beholfen, dass man einfach das Dollarzeichen hinten eliminiert hat und damit eine Stelle mehr frei bekommen hat. Und jetzt haben wir das Jahr 2023, also keine 15 Jahre später. Und aktuell haben wir wieder die Diskussion über die Anhebung der US-Schuldengrenze bei einem Stand von 31,4 Billionen. Also keine 15 Jahre später. Und wir haben die Schulden nochmals verfasst dreieinhalbfacht. Denken Sie an die Exponentialität, die ich aufgezeigt habe. Ja, und 1971 gab es noch einen sehr zynischen Ausspruch des damaligen Finanzministers, auf den ich hier anspiele, John Connally, der also gesagt hat, der US-Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem, mit einem suffisanten Lächeln an die Weltöffentlichkeit gerichtet. Und hier kommt, man könnte von Karma sprechen, hier kommt jetzt auf der geopolitischen Ebene das Problem wieder zurück, denn jetzt gibt es organisierten Widerstand, indem nämlich die Rohstoffe auf einmal unser sind aus Sicht der rohstoffproduzierenden Länder und euer Problem und eben auch die verlängerte Werkbank mehr und mehr feststellt, es ist unsere Produktion und euer Problem. Denken Sie an beispielsweise abbrechende Lieferketten in den letzten Jahren. Und wir haben es hier zu tun mit einer Bereinigungsbewegung, wenn man so will, vorheriger Ungleichgewichte, wo der Drang nach monetärer Selbstbestimmung auf der staatlichen Ebene sich immer stärker manifestiert. Der Hegemon versucht noch, die Kreditgeldnutzung weiterhin zu erzwingen, zu erbitten, sicherzustellen durch die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Aber gleichzeitig wird von den aufstrebenden Nationen
wie beispielsweise Russland oder China, systematisch Gold allokiert, Gold gehortet, die Goldbestände werden ausgebaut und, das habe ich noch neu hinzugenommen, auch die Fakturierung von Ölverkäufen am Weltmarkt in US-Dollar wird zusehends in Frage gestellt, insbesondere auch von Saudi-Arabien, der 1973 sozusagen den Petrodollar, das Petrodollarsystem mit begründet haben. Und dieses Bild und auch das Zitat spricht in meinen Augen für sich. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sowohl das Bild wie auch dieser Dialog, der jetzt vor wenigen Wochen stattgefunden hat, dass wir den in vielen, vielen Jahren noch in Geschichtsbüchern werden lesen können. Denn Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat, werden hier ganz offen kolportiert von dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Herr Putin sagt, einverstanden, ich stimme zu. Und die Verbrüderung und die Absicherung bzw. die Koordination gemeinschaftlicher Interessen in der Herausforderung des Hegemons können Sie am dritten Zitat festmachen. Passen Sie auf sich auf, lieber Freund. Die Welt ordnet sich neu in einer immer schnelleren Geschwindigkeit, denn das ist eben auch die Exponentialität, geht am Anfang langsam und am Ende schnell. Sie beschleunigt sich und ich bin jemand, und da komme ich wieder auf meine Kindheit zurück, ich habe schon mal ein System vor unserer aller Augen damals zerfallen sehen. Ich war Teil dieser Revolution, die 1989 stattgefunden hat, ohne dass ich sie als Kind begriffen habe, was da stattgefunden hat, was da passiert ist. Und auch da war es klar, diese Systeme waren nicht nachhaltig erbaut. Sie wurden damals durch den Kitt des Autoritarismus, der Angstherrschaft zusammengehalten. Und trotzdem war es zum Schluss so, dass nach über 50 Jahren, man hätte sich nie vorstellen können, dass die Systeme so lange halten. Aber am Ende sind sie binnen Tagen überwunden worden. Und die Ereigniskette hat sich beschleunigt. Und die Zeitenwende, die sich damals entfaltet hat, hat eine Dynamik wahrgenommen oder aufgenommen, die man eigentlich gar nicht wiedergeben kann. Und das möchte ich einfach nur als Appell mit auf den Weg geben, aus dem eigenen Erleben heraus. Expect the unexpected, würde man sagen. Erwarten Sie das Unerwartete und vor allen Dingen gehen Sie nüchtern und analytisch an die Dinge heran und lassen Sie sich nicht davon blenden, nur die Dinge zu limitieren, zu sehen und für möglich zu halten, die Sie zu Ihren eigenen Lebzeiten erlebt haben. Denn aus diesem Grund oder vielleicht unter anderem aus diesem Grund wiederholen sich die ganz großen Zyklen in etwa alle 4 Generationen. The Fourth Turning heißt es so schön in einem sehr, sehr viel beachteten Buch zu dem Thema. Und da befinden wir uns nach unserer Analyse und nach unserem Dafürhalten derzeit mittendrin. Und insofern, man könnte sagen, so viele neue Dinge passieren gar nicht auf dieser Welt. Es sind irgendwo dieselben alten Geschichten, die einfach nur von neuen Menschen erlebt werden. Und an dieser Stelle für mich die klarste Datenlage lässt sich ableiten, wenn man einfach das Verhalten der Notenbanken analysiert. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, heißt es schon in der Bibel. Seit dem Jahr 2008, und ich habe bewusst hier eine Darstellung gewählt von den Kollegen von Incrementum, die eine 5 Jahres rollierende Analyse der Goldkäufe der Notenbanken weltweit abbildet. Weil man damit kurzfristige Trends sehr schön herausarbeiten kann, beziehungsweise glätten kann. Und seit dem Jahr 2008 sind die Notenbanken weltweit am Goldmarkt per Saldo auf der Käuferseite. Sie akkumulieren, sie folgen sozusagen der goldenen Regel. Wer immer das Gold hat, macht die Regeln. Und wenn man den oberen Teil der Grafik anschaut, das finde ich noch faszinierender ist, obwohl wir es mit Rekordkäufen zu tun haben, letztes Jahr wieder die stärksten Rekordkäufe, die jemals aufgezeichnet worden sind, sind aufgrund der immer schnelleren Geldmengenexpansion die anteiligen, die Quoten der Goldbestände an den gesamten Währungsreserven in diesem Zeitraum noch nicht einmal messbar angestiegen. Und das führt mich auch zu der Frage, die vielleicht für Sie als Investor oder für Ihre Kunden von Interesse ist, Mensch, jetzt haben wir den Preis ja schon über 2000 US-Dollar, ich habe hier noch nahe 2000 US-Dollar geschrieben, dieselben Diskussionen hatte ich bei 1500, bei 1000 Dollar. Ja, ist denn der Goldpreis jetzt günstig oder teuer oder soll ich denn jetzt noch kaufen auf diesen Rekordniveaus? Und da gilt es einfach zwischen dem absoluten Preis, zwischen dem nominalen Preis und dem relativen zu unterscheiden. Denn wir sind in einem Meer, bei dem der Pegel ständig steigt.
Die Geldmenge wird ständig ausgedehnt in immer schnellerer Amplitude. Und deswegen haben wir ihn mal den Goldpreis hier in den USA abgetragen zum Geldmengenwachstum M0, genau seit dem Jahr 1970. Und da lässt sich auf einmal feststellen, dass der heutige Kurs von 2000 US-Dollar relativ zur Geldmengenausweitung ein rekordgünstiger Einstiegskurs ist, um heute persönlichen Goldstandard, um heute echtes Geld zu erwerben und einfach sein Portfolio abzusichern gegen die Unbilden, die derzeit an den Kapitalmärkten zu beobachten sind. Und zum Abschluss möchte ich das wieder etwas abstrahieren und das Thema Geldsystem nochmals zusammenfassen auf das eben erwähnte Bestreben nach Autonomie. Nach unserer festen Überzeugung stehen wir auch gesellschaftlich an einer Wegscheide. Der Interventionismus der letzten 20 Jahre hat uns an einen Punkt gebracht, wo immer mehr autoritärer Kollektivismus um sich greift, wo immer mehr Bevormundungs- und immer mehr Überwachungsvorgaben, Eingriffe in Enteignungs- und Verfügungsrechte an nahezu allen Märkten schleichen Einzug halten. Ich habe das hier mal bezeichnet als Geldsozialismus, als technokratische Digitalüberwachungsdystopie. Als Stichwort habe ich hier mal die Central Bank Digital Currencies, die als Projekt in den Startlöchern stehen, mitgebracht. Und die andere Alternative, meine Damen und Herren, das ist die, die wir auch gewählt haben, als Unternehmen ins Tun zu kommen, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und bessere Alternativen zum vorgegebenen, zum vorherrschenden Status quo zu erarbeiten und anzubieten, um die wahrhaftigen Bedürfnisse der Bürger zu decken und ihnen Wahlalternativen auf freiwilliger Basis anzubieten. Und die Voraussetzung hierzu wiederum ist das Vorhandensein von Aufklärung, von Zugang zu Informationen, um wiederum eine objektive Entscheidungsgrundlage zu finden. Milton Friedman hat mal gesagt, wenn Sie das Verhalten von Politikern ändern wollen, dann gibt es dazu nur eine Möglichkeit, ihnen das Geld zu entziehen. Und zu der Erkenntnis, ehrlich gesagt, bin ich mittlerweile auch gekommen. Die besseren Alternativen bei jeder Problemstellung, die zumindest mir gedanklich bisher untergekommen ist, ist immer von innovativen Menschen, von Menschen, die mutig sind, die Initiative ergreifen, die Bedürfnisse der Menschen erkennen und Lösungsalternativen schaffen, kreiert worden. Und so auch beim Gelde, wenn man zurückgeht geschichtlich, es war der Normalzustand, dass Menschen selbst ihre Geldart gewählt haben. Und dann ist es ein freiwilliges Geld höchster Ordnung, das auch die Funktion der Wertaufbewahrung erfüllt. Aber wann immer der Staat das Geld diktiert und per Zwang, per Monopol vorgibt, haben wir es mit schlechtem Geld zu tun, das wie aufgezeigt die Eigentumsrechte der Menschen schlichtweg schleichend aushöhlt. Und deswegen, wir sind der festen Überzeugung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo Gold wieder in den Fokus rückt, wo sich Gold wieder remonetarisiert und wo wir die ganz große Chance haben, gesellschaftlich durch das Schaffen besserer Alternativen eine neue Währungsalternative, eine neue Währungsordnung mitzugestalten, Alternativen zu schaffen, um wieder ökonomische Prosperität und Frieden entstehen lassen zu können. Denn das globale Kreditexperiment ist nach unserem Dafürhalten mit exponentiell steigenden Nebenwirkungen ausgestattet und geht in seine finale Phase über. Wir müssen uns zurückbesinnen auf Alternativen, die einen historischen Track Record aufweisen und die wirklichen Bedürfnisse der Menschen abdecken. Und aus heutiger Perspektive ist unser Plädoyer an dieser Stelle, das physische Vorhandensein von Gold zu kombinieren mit den heutigen Möglichkeiten, die uns die digitale technologische Errungenschaft der heutigen Zeit ermöglicht und über sozusagen eine Fusion zwischen Gold und der technologischen Eigentumsverwaltung, beispielsweise über die Blockchain, nachzudenken. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Schieflage in unserer monetären Architektur eins der größten Probleme auf globaler Ebene darstellt. Demnach ist das Schaffen besserer Alternativen an der Stelle auch eine der größten Chancen, einen bedarfsabdeckenden Lösungsansatz für breite Teile der Bevölkerung und der Investoren sicherstellen zu können. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen hier nochmals Howard Buffett zitieren, den Vater von Warren Buffett, der 1948 in dem erwähnten Aufsatz Folgendes konstatierte: Der Goldstandard war ein ruhiger Wachhund, der unbegrenzte öffentliche Ausgaben verhinderte. Ich kann keine Beweise finden, die die Hoffnung unterstützen würden,
dass unsere Papierwährung sich letztlich besser entwickeln wird als vergleichbare Experimente in anderen Ländern. Wegen unserer wirtschaftlichen Stärke könnte die Krankheit des Papiergeldes bei uns viele Jahre brauchen, bis sie sich voll entwickelt. Aber wir könnten auch schon bald die kritische Phase erreichen. Wenn dieser Tag eintrifft, dann werden unsere politischen Führer wahrscheinlich finden, dass ein ausländischer Krieg und rücksichtslose Reglementierungen die glänzende Alternative zu einer heimischen Wirtschaftskrise sind. Und meine Damen und Herren, da gilt es aus unserer Sicht, Stoppzeichen zu setzen, bessere Alternativen zu erbauen und ins Tun zu kommen. Wir alle haben eine Schöpferkraft, eine konstruktive Energie in uns. Und diese Wegscheide, in der wir uns jetzt befinden, der Ausgang aus dieser Wegscheide liegt ausschließlich bei uns. Und ich bin fest überzeugt davon, wenn es uns gelingt, auf der monetären Ebene bessere Alternativen zu implementieren, dass dann die allerbesten Tage uns allen noch vorausstehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.